Hi, ich begrüße euch sehr herzlich. Wir machen heute mal einen Live-Verköstigungstest. Und zwar, was ihr hier hinten sehen könnt, das sind Smoothies. Teuer oder günstig? Was schmeckt wirklich besser? So, mittlerweile sitze ich hier an meinem Arbeitstisch und die Smoothies trinke ich natürlich jetzt nicht alle aus. Aber ich habe mir hier ganz tolle Gläser hergestellt. Aus Glas natürlich, keine Plastikgläschen. Und später kriegen meine Kunden auch was davon ab. Es kommt dann in den Cooler und bleibt kühl. Ich habe gerade ohne euch schon mal eine meiner Lieblingssorten probiert, von Gut und Günstig, die Banane-Apfel-Kirsche-Smoothie. Das hier. Es ist richtig, richtig geil. Bevor ihr es öffnet, einmal gut shaken. Ich mache den Test trotzdem noch mal mit euch. Ich finde einfach den Geschmack sehr gut. Wie gesagt, ich war schon fleißig am Trinken. Trinkt davon bitte nicht die ganze Flasche auf einmal, außer ihr hattet noch keine Vitamine, denn das ist eine richtige Vitaminbombe. Die Farbe ist sehr, sehr hübsch. Oh, lecker. Man merkt wirklich raus, süß und trotzdem die Säure. Richtig fein. Smoothies aus dem Glas zu trinken ist natürlich immer schwierig, weil sie sehr samtig sind. Sehr lecker, wirklich eins meiner Favoriten. Das habe ich bisher immer getrunken. Den Apfel merke ich jetzt nicht so sehr raus, aber die Banane und vor allem auch die Kirsche, dieses Säuerliche. Also richtig genial. Number one kostet 1,19 € bei Cup oder Edeka. Dann geht es weiter, auch wieder mit Gut und Günstig. Apfel, Mango und Passionsfrucht-Smoothie. Der hat diesen Farbton. Den kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Und damit das Ganze jetzt natürlich vom Geschmack her nicht verfälscht, kommt ein neues Glas dazu. So, ich mache gleichzeitig immer noch die Flasche zu. Farbton ist hier wirklich sehr, sehr frisch. Hier sieht man schon, also sehr samtig alles. Ich halte es immer so komisch. Wow. Wow. Boah. Also, das riecht man schon vorher und es schmeckt man schon. Passionsfrucht vor allem. Wow. Nicht schlecht. Jetzt nicht ganz so meins, weil es halt vermehrt die Passionsfrucht raus schmeckt. Einen Apfel schmecke ich nicht. Mango könnte man auch noch schmecken. Apfel ist für mich total, ja. Apfel ist halt Apfel. Wo stelle ich das hin? Mein Tisch ist zu klein. Gar nicht wahr. So, der nächste Geschmack ist Erdbeere, Banane, Traube. Okay, mal gucken, wie Erdbeere schmeckt. Das mag ich beim Smoothie eigentlich gar nicht. Erdbeeren esse ich lieber so. Ist also gut Aroma verschlossen. Das sind Plastikflaschen, wo der Deckel gerade nicht abgeht. Und ein neues Glas, wenn schon, denn schon. Mache ich den Deckel gleich wieder drauf. Habt ihr gehört? Also ich bin hier multitaskingfähig, ne? Ja. Rot. Oh, wow. Das schmeckt hinten raus nach Erdbeere, nach Traube. Die zwei in Kombination sind echt geil.
Hätte ich nicht gedacht. Riechen merke ich die Erdbeere nicht. Wow. Keine Frage, die zweite Geschmacksrichtung war auch toll. Aber das hier ist wirklich richtig geil. Und vor allem ist es nicht so süß und säuerlich. Jetzt mache ich eine Pause, denn wir haben noch ein paar zu trinken. Oh, ich, Gott sei Dank ist kein Alkohol drin. Und die drei Schätze werde ich jetzt mal abspülen. So, da bin ich schon wieder. Der Einfachheit halber habe ich die jetzt auch nicht abgetrocknet. Ich habe sie einfach ausgespült. Zweimal ausgespült. Ich freue mich nämlich jetzt auf die nächsten. Ich habe noch mal eins von gut und günstig. Ja, Ananas, Kiwi, Apfel, Limette. Okay, Ananas könnte, wenn es blöd läuft, hervorstechen. Das ist dann immer ein bisschen blöd, weil es alles andere überdeckt. Ich bin gespannt, ob ich hier Kiwi schmecke. Ob der Unterschied Apfel-Limette rauskommt. Schauen wir mal, ne? Habe ich euch das gezeigt? Nö. Sonst mache ich euch Screenshots dran. Ist doch nicht wahr. Juppi. Man braucht schon ein bisschen Kraft. Ist ja nicht wahr. So. Also, so matschgrün sieht das aus. Matschgrün-gelb. Dann brauche ich wieder meinen Deckel. Macht das prinzipiell immer gleich, damit nichts umfällt. Der wirkt ziemlich dünnflüssig, muss ich wirklich sagen, obwohl ich ihn geschüttelt habe. Das ist jetzt Saft und kein Smoothie. Kiwi geil. Das war Kiwi geil. Es braucht dann nochmal was davon. Ich schüttel jetzt nochmal, aber ich merke schon, es ist viel, viel flüssiger. Nicht so viel, Moni. Sonst kriegst du die anderen nachher nicht mehr hin. Das ist nämlich die Schwierigkeit, wenn man so viel durchprobiert. Also es ist wesentlich, es ist mehr wie Wasser. Es ist jetzt kein Smoothie in meinen Augen. Kiwi ganz deutlich und Apfel diesmal tatsächlich. Wow. Und ganz schön viel Säure. Wow. Das würde ich jetzt auch auf die Stufe von dem mit der, na, von der zweiten Packung da, die wir gemacht haben, mit dem Apfel-Mango-Passionsfruchtzeug. Es ist nicht schlecht, aber für einen Smoothie würde ich das nicht einkaufen, weil das ist wirklich dieses Wasser. Ja, aber der Geschmack, um den ging es mir ja. So, jetzt geht dann die etwas teurere Geschichte. Also die Gut und Günstig von Edeka kosten 1,19. Und die hier, Smoothie Fruit Rolls. 100% Frucht, ja, passt. Die kosten 1,99. Günstig sind beide nicht, klar, aber dafür pure Früchte. Hier ist drin Litchi, Passion und Guarana. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Litchi weiß ich, Passionsfrucht weiß ich, Guarana weiß ich überhaupt nicht, wie die normal schmeckt. Es ist auch sehr flüssig. Für mich auch wieder kein Smoothie. Smoothie muss samtig blubberig sein. Ich rieche jetzt extra mit dran. Ich wollte es eigentlich, aber ich mache das wie bei den anderen auch. So. Das wird dekadent, die alle wegzutrinken. Ja, hier sieht man es auch. Es ist kein Smoothie. Es ist sehr, sehr flüssig. Vielleicht noch ein bisschen fester als das vorige. Passionsfrucht.
Bäh. Durchgefallen. Boah. Pfui, schmeckt mir nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die Litschi ist oder das Guarana. Durchgefallen. Ah, ah. Nicht meins. Hätte mich auch gewundert, wenn mir alles schmeckt. Das nächste ist auch sehr flüssig, wie man schon hört. Das ist Kokos-Ananas. Ich esse ja zurzeit auch Elinas Joghurt, und zwar Kokos-Limette. Deswegen kann ich mir das hier wieder sehr gut vorstellen. Und ich hoffe, es eliminiert den Geschmack, der hier drin war, weil das war widerlich. Uah. So. Ist gar nicht schlecht. Interessant. Mir wieder zu wässrig. Definitiv besser als das vorige, aber nicht meins. Nicht meins. Boah, sehr sauer. Oh, mir wird's warm und zum Glück ist das hier die letzte Flasche. Brombeer-Blaubeer. Ich hoffe sehr, dass das was ist. Auf jeden Fall ist es auch sehr wässrig. Auch kein Smoothie, das ist nur Saft. Dann verdient es für mich auch nicht diesen Smoothie-Aufkleber. So. Blaubeer und Brombeer. Schauen wir mal. Toller Farbton. Das liebe ich auch als Fingernägelfarbe, als Nagellack. Das liebe ich auch als Nagellack von der Farbe. Das ist schön. Es ist nicht ganz so flüssig, aber trotzdem sehr flüssig. Und das riecht gut. Schön. So muss was schmecken. Blaubeer, Brombeer ist jetzt wieder richtig toll. Aber wenn ich ehrlich bin, schmecken mir tatsächlich die teuren nicht so gut wie die günstigen. Das ist ja, das habe ich tatsächlich häufiger schon gehabt. Waren das nur vier? Das hatte ich wirklich schon häufiger, dass ich was Teures und was Günstiges, die sind wirklich toll. Die sind richtig toll, meine zwei Favoriten, blende ich euch hier noch geschwind ein. Das muss man aber tatsächlich für sich selber rausfinden. Ich werde alle jetzt in die Cooler reinstellen. Ich habe so kleine Getränkecooler für Dosen und so kleine Flaschen. Passen die voll rein und dann biete ich meinen Kunden nach und nach was zu trinken an. Ich bin gespannt, was die sich raussuchen. In dem Sinn, ich hoffe, euch hat es gefallen. Demnächst gibt es eine Verköstigung von Alkohol. Und das bei mir, wo ich keinen Alkohol trinke. Na super!